Jo, meine lieben Freunde, heute begrüße ich euch wieder mal auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar soll es heute um die Vectron gehen im Train Sim World 4 natürlich. Dann in wenigen Tagen ist es soweit und dann erscheint Train Sim World 4 eben offiziell auf dem Markt. Und wir sprechen jetzt über die Vectron mit der Whirlpool-Lackierung sowie natürlich noch ein paar anderen wichtigen Infos zum Game. Zum Start von Train Sim World 4 wird die Vectron natürlich nur in der Deluxe bzw. Special Edition erhältlich sein. Irgendwann dann eventuell auch einzeln. Der Preis wird sich dann wahrscheinlich so um die 13 Euro bewegen. Mitgeliefert werden dann natürlich mit der Lok noch einige Güterwaggons, wie zum Beispiel also die offenen Güterwaggons für Kies, Schrott und Steine etc. Und natürlich ist die Lok sehr modern geworden. Das heißt, es ist viele digitale Steuerungen und nur sehr, sehr wenig analoges Zeug noch. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Showcase-Video zum Vectron an, beziehungsweise zu der Vectron. Und danach sehen wir uns dann gleich wieder. Und das war der Showcase-Video. Und ich habe tatsächlich schon einige Meinungen im Netz gelesen zur Vectron. Dort hat es geheißen, dass die Vectron anscheinend sehr realistisch geworden ist, sowohl vom Aussehen als auch vom Sound her, was man ja bei der 4024 nicht behaupten kann. Die 4024 ist nicht schlecht, aber sie ist halt falsch. Das ist das Problem an der Sache. Zu Vectron könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare hauen. Das würde mich auch auf jeden Fall sehr interessieren. Und jetzt schauen wir uns einmal noch das Dresden Riesa Update an. Hier ist es so, dass die Strecke ja ein paar kleine Bonien bekommen hat. Die wurde eben komplett geupdatet. Wenn ihr dazu mehr was wissen wollt, schaut mal gerne oben in der Infobox. Da habe ich ein Video dazu verlinkt. Und wir haben natürlich hier das Addon Dresden Riesa. Jeder, der das Addon schon besitzt, egal welche Version ihr beim Train Sim World 4 kauft, ihr bekommt natürlich die Updates dann gratis. Wer dieses Addon noch nicht besitzt, muss natürlich die Deluxe bzw. Special Edition kaufen, um die Strecke inklusive Updates zu bekommen. Das heißt zum Beispiel Volumera Nebel, neues Licht, also neues Belichtungssystem und vieles mehr. Ne? Die Updates sind dann natürlich kostenlos in diesem Addon dabei. Die Strecke Meißen wurde natürlich ebenfalls geupdatet. Und dann bekommen wir auch noch ein paar kleine Bonien, wie zum Beispiel eben die Baureihe 628 mit einer neuen Lackierung von DB Regio. Die Lackierung soll so ein Verkehrsrot sein. Und diese Lok, also diese Baureihe 628, soll auch auf der Vorarlbergstrecke als KI-Zug verkehren. Diese wird wahrscheinlich dann ab Lindau Hauptbahnhof zu sehen sein, beziehungsweise auch starten. Natürlich bekommen wir noch einen Fotoplaner, Fotomodus, Szenarioplaner, Livery Designer 2.0 und vieles mehr dazu. Wem das jetzt interessiert, schaut auch einfach mal gerne unten in der Infobox nach. Da erkläre ich das alles nochmal ganz genau. Und dieses Video jetzt möchte ich einfach so kurz wie möglich halten. Und ja, somit wären wir auch erstmal durch mit der Vectron. Wie gesagt, ich freue mich schon extrem auf die neuen Strecken bzw. auf das generell neue Spiel. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von der Vectron? Freut ihr euch auf Train Sim World 4?
Welche Version habt ihr euch vorbestellt oder habt ihr euch überhaupt eine vorbestellt? Und was haltet ihr von der neuen Vectron? Und somit würde ich dann sagen, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.